Verkaufen ist das Einzige, womit man Geld verdient. Alles andere kostet nur Geld. Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Du möchtest der Liebling deiner Kunden werden? Dann lehn dich zurück und freu dich auf jede Menge Inspiration und Insights rund um die Themen Verkauf und Kommunikation. Um das Thema Verkauf, da halten sich hartnäckige Gerüchte, die dazu führen, dass viele Menschen der Meinung sind, Verkaufen sei was Schlechtes oder dass man als Verkäuferin oder Verkäufer geboren werden müsse, dass man anderen etwas aufschwatzt oder dass man gar nicht verkaufen muss, um erfolgreich zu werden. Und ja, manche Menschen, die bringen sogar den Teufel mit ins Spiel. Vielleicht kennst du auch Menschen, die so sind, wenn es um das Thema Verkaufen geht. Alle diese Aussagen haben allerdings aus meiner Sicht nur eines gemeinsam, sie sind schlichtweg falsch. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Secrets of Sale Podcast. Mein Name ist Uwe Bothe und ich freue mich, dich in meinem neuen Audioformat begrüßen zu dürfen. Wenn du oder deine Mitarbeiter Produkte oder eine Dienstleistung am Telefon verkauft oder aber Termine vereinbart, dann bist du hier genau richtig. Abonnier gern den Kanal, denn ich werde jede Woche ein spannendes Thema rund um Verkaufen und Kommunikation mit dir hier besprechen. In über 30 Jahren, in denen ich jetzt bereits im Verkauf tätig bin, habe ich immer wieder Menschen getroffen, die mir gesagt haben, hey Uwe, ich kann nicht verkaufen. Und man muss ja auch als Verkäufer geboren werden und vielleicht muss man ja auch gar nicht verkaufen können, wenn man dann erfolgreich werden möchte. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist jede und jeder von uns doch eigentlich immer ein Verkäufer oder eine Verkäuferin. Sowohl privat als auch beruflich verkaufen wir tagtäglich und fast zu jeder Zeit mindestens unsere eigene Persönlichkeit, wenn wir andere Leute von unserer Meinung, von unseren Ideen oder Vorschlägen überzeugen wollen. Und nehmen wir doch mal an, als Beispiel so aus dem Alltag, du suchst dir eine neue Wohnung. Ja, du findest deine Traumwohnung im Internet, hast geschaut, dann schreibst du den Vermieter an und dann hoffst du natürlich auf eine schnelle Rückmeldung. Warum? Klar, du möchtest die Wohnung natürlich haben. Doch wenn dein Anschreiben schon nach 0815 klingt, wenn du dich nicht von der Masse abhebst, ja, dann wirst du vielleicht eingeladen, aber bist dann eine von oder einer von vielen. Und spätestens, wenn du zur Besichtigung gehst, das kennst du, das brauche ich dir nicht sagen, dann stellst du fest, dass es vielleicht noch ein paar mehr Menschen gibt, die genau deine Traumwohnung ebenfalls gerne hätten. Schreibst du aber in deiner Bewerbung etwas Außergewöhnliches, bist du kommunikativ hier stark und verkaufst dich gut, dann kannst du dich im Gespräch darauf beziehen, man wird sich an dich erinnern, ach ja, guck mal, das ist ja er oder sie, die mir das und das geschrieben hat, du hast dann Bezug, kannst dich darauf berufen und deine Chancen steigen, wenn du dich so gut wie nur möglich präsentierst. Deswegen, Verkauf findet immer statt. Warum sollte sich jemand für dich entscheiden? Also beantworte du dir diese Frage doch auch gerne einmal. Das gilt im Übrigen auch bei zum Beispiel einem Jobangebot oder bei der Partnerwahl. Und dabei ist es völlig egal, ob du den Partner fürs Leben, für kürzer oder auch ja, für ganz kurz suchst. Ja, du kannst drehen und wenden, wie du willst. Verkaufen, also Kommunikation und nichts anderes ist Verkaufen, ja, ist die Nummer 1 Fähigkeit im Leben. Wer andere von sich selbst oder von seinem Angebot, von seiner Meinung überzeugen kann, der bekommt einfach deutlich mehr im Leben als andere. Wenn du beruflich im Verkauf tätig bist, dann ist es nochmal was anderes. Dann solltest du Verkaufen erst recht möglichst gut beherrschen, denn Achtung, nur etwa 2% aller Verkäuferinnen und Verkäufer zählen zur absoluten Elite, sind Top-Verkäufer, Top-Verkäuferinnen. Und merk dir nochmal meinen Leitsatz, den ich dir am Anfang gesagt habe. Verkaufen ist das Einzige, womit man Geld verdient. Alles andere, das kostet nur Geld. Wenn du nicht verkaufen kannst oder nicht richtig gut verkaufen kannst, dann gibst du dein ganzes Leben lang nur Geld aus. So bitter ist die Wahrheit. Die gute Nachricht für alle Zweifler, ja, jeder von uns trägt alles in sich, um ein Top-Verkäufer oder eine Top-Verkäuferin zu werden. Wir haben viele nützliche Eigenschaften seit Geburt an in unserer DNA. Das läuft durch unser Blut, das Verkäufergehen. Neugier, Offenheit, Hartnäckigkeit, um nur einige zu nennen, die sind bereits da. Ja, die schlummern nur wie so Dornröschen vor sich hin. Das Einzige, was du machen musst, du musst es aufwecken. Wenn du Kinder in deinem Umfeld hast, dann achte mal darauf. Die sind so neugierig, die wollen so viel wissen, die sind hartnäckig, die geben erst auf, wenn sie haben, was sie bekommen und die sind offen gegenüber allen anderen und vorurteilsfrei. Erst unsere Erziehung und später unser Umfeld, die formen uns in die eine oder andere Richtung. Meine Mutter hat zum Beispiel früher immer zu mir gesagt, sprich nicht mit fremden Menschen, Uwe. Ja, und das ist natürlich im Kindesalter ein Satz, der sehr wichtig und auch wertvoll ist.
Ja, aber legen wir den später nicht wieder ab, dann kann es schwierig werden, auf fremde Menschen zuzugehen. Ja, wenn meine Mutter mir immer gesagt hat, sprich nicht mit fremden Menschen, ja, zack, 20 Jahre später fängst du im Vertrieb an. Und im Vertrieb ist eine Sache wichtig, sprich mit so vielen Menschen wie nur möglich. Also ob du willst oder nicht, du bist eigentlich schon ein Top-Verkäufer oder eine Top-Verkäuferin. Vielleicht wusstest du das bis gerade eben noch nicht oder hast es vielleicht auch noch nicht so betrachtet. Ich bin jedenfalls fest davon überzeugt, dass man aus fast jedem Menschen einen erfolgreichen Verkäufer machen kann. Einzige Voraussetzung ist, man muss es auch wirklich wollen und man muss Menschen mögen. Denn eine Grundvoraussetzung im Vertrieb oder im Verkauf ist Empathie. Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, neben Authentizität und Kompetenz, eine der wichtigsten Grundpfeiler, auf denen alles beruht. Als Verkäuferin oder Verkäufer sollte man sich immer für seine Kunden interessieren und sich stets die Frage stellen, was kann mein Produkt oder meine Dienstleistung im Leben des Kunden verbessern? Warum sollte er oder sie gerade jetzt bei mir kaufen? Und du merkst es schon, Verkaufen ist für mich die Nummer 1 Fähigkeit im Leben. Davon bin ich fest überzeugt. Wer ein sicheres und freies Leben will, der muss verkaufen lernen. Vielleicht siehst du das genauso. Falls noch nicht, dann freue ich mich, dir in diesem Podcast Impulse zu geben, die dich dann auch davon überzeugen. In den kommenden Folgen besprechen wir alles zum Thema Verkaufen, Kommunikation, Mindset ist dabei, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Ich werde dir wertvolle Tipps geben, die du sicher oftmals noch nie gehört hast. Und falls es ein Thema gibt, das dich besonders interessiert, dann schreib mir gerne über meine Webseite deinen Podcast-Wunsch, den ich dann auch gerne erfüllen werde. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß. Viel Erfolg bei allem, was du tust, und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Dein Uwe. Das war Secrets of Sale, der Podcast von Uwe Bothe. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann folge und bewerte uns sehr gerne. Vielen Dank.